Und damit ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Video hier auf Grand RP. Und zwar gab es ja oder gibt es seit heute das Sommer-Update und wir sehen schon hier einige Sachen ja im HUD. Aber bevor wir dazu kommen und auch zum Update selbst, erstmal ein paar allgemeine Informationen. Und zwar, wenn ihr Bock habt auf doppelte Grand Coins, wenn ihr diese gegen Echtgeld erwerben wollt, habt ihr die Möglichkeit heute bis einschließlich 9.6. dies zu tun und dann bekommt ihr, wie gesagt, die doppelte Anzahl von Grand Coins. Wer keinen Bock hat, Geld zu investieren, hat die Möglichkeit, wenn man 5 Stunden spielt, hier oben rechts sieht man das, bekommt man dann 15 Grand Coins. Das Ganze gilt bis einschließlich Sonntag, den 2.6. So, ja, und dann gibt es noch das kostenlose Auto, ein M3, wenn ich mich nicht täusche, wenn ihr 50 Stunden online seid. Das Ganze gilt bis 16. Juni, das sind insgesamt 17 Tage, wenn man den heutigen mitzählt. Dann 50 Stunden durch 17 Tage sind ungefähr 3 Stunden am Tag. Also ich denke mal, das ist schon machbar für die Hardcore-Zocker unter euch. Weiß ich nicht, ich denke mal, ich werde es nicht schaffen, weil ich ja dann doch immer sehr viel zu tun habe. Aber ich denke mal, das gilt auch dann hier zu diesem Event. Ihr könnt hier auf Server 1 AFK-Bot einsetzen, ohne bestraft zu werden. Also so zumindest meine Information, weil ich welche im Hotel mal AFK-Botten gesehen habe. Und das ist kein Regelbruch. Also ist das eigentlich locker für euch drin, wenn ihr halt AFK-Bot anmacht. Von mir aus auch gerne über Nacht bis zum Serverstart. Da kriegt er die 50 Stunden locker gebacken hin. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Update-Video an. Ich versuche auch morgen, weiß ich nicht, ob ich es schaffe, Sonntag eher, vielleicht noch mal ein Video zu machen, wo wir uns ein paar Sachen angucken. Ich denke mal aber, dass ihr dann besser informiert seid. Ich gucke einfach mal, was sich ergibt, und dann gibt es zeitnah ein Video zum Update. So, und jetzt zum Video. Ich halte meine Gusche. In den letzten Frühlingstagen und zu Beginn des Sommers war es bereits ziemlich warm. Ich freue mich darauf, euch mitzuteilen, dass wir ein neues Update haben. Ein piratenbasiertes Event wartet auf euch. Hierbei habt ihr die Möglichkeit, spannende Aufgaben zu machen und coole Preise zu bekommen. Es gibt sogar ein neues Event, bei dem jeder mitmachen kann. Und weil es ein Klassiker ist, bekommen unsere Server eine neue Autoflotte. Im Übrigen, erinnert ihr euch an die Bedingungen für unseren Deal? Sie sind sehr einfach. 1000 Likes unterhalb dieses Videos und ich werde alle Autos aus dem neuen Update an meine Abonnenten vergeben. Vielleicht bist es ja du, wer weiß. Ein sehr cooler Lifehack, wie ihr sehr coole Preise auf Grand RP bekommt. Registriert euch einfach mit dem Link unten in der Beschreibung oder nutzt diesen QR-Code. Und ein kleiner Bonus, heute ist der Giveaway Day von Grand RP. Und als Dankeschön für euren Support habt ihr jetzt die Möglichkeit, 15 Grand Coins zu bekommen und nichts dafür zu tun. Ihr müsst einfach nur 5 Stunden auf einem verfügbaren Grand RP Server spielen und die Grand Coins sind auf eurem Konto. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Unser Ziel ist es, 25 Abos zu bekommen. Und nun zum Update. Lasst uns mit dem besten Teil des Sommer-Events anfangen. Traditionell zum Beginn jeder Jahreszeit, Herbst, Winter, Frühling, Sommer, entwickelt unser Team ein passendes Event. Dieses Update ist keine Ausnahme. Das Thema dieses Sommer-Updates sind die Piratenchroniken. Und ich sage euch das, die Entwickler haben das genial gemacht. Eine separate Benutzeroberfläche mit verschiedenen Tabs erlaubt euch, mehr über das Event zu erfahren. Im nächsten Tab seht ihr eine Liste mit Aufgaben, für die ihr coole Preise bekommen könnt, nämlich Goldmünzen. Mit denen könnt ihr viele verschiedene coole Sachen im themenbasierten Store kaufen, wie zum Beispiel diese coolen Masken und Accessoires. Und nun der interessanteste Aspekt dieses Events: Wie bekommt man Goldmünzen? Unser Team hat sich auch darum gekümmert. Es gibt viele verschiedene neue Events und Systeme, die für alle Spieler verfügbar sind. Darüber erzähle ich euch jetzt ein bisschen mehr. Der goldene Haufen. Jede Stunde um 25 nach erscheint irgendwo auf der Karte ein goldener Haufen. Könnt ihr das Hauptmenü nutzen. Nach 2 Minuten Wartezeit könnt ihr mit dem Goldmünzenabbau starten. Das Ganze funktioniert wie beim normalen Abbau. Schnappt euch eine Spitzhacke und legt los. Jedes Mal bekommt ihr einen zufälligen Wert Goldmünzen. Quasi wie in einer kleinen
kleinen Version von Minecraft. Es gibt eine Schatzsuche, für die ihr hart arbeiten müsst und eure Skills verbessern müsst. Das Ganze funktioniert so. Zuerst müsst ihr eine Schaufel im 24/7 kaufen. Und so könnt ihr euren Schatz ausgraben. Ach ja, eine Sache noch. Je länger ihr im Spiel seid, desto präziser wird der Standort des Schatzes angezeigt. Also loggt euch im Spiel ein, habt Spaß und spielt mit euren Freunden. Erhaltet den exakten Standort des Schatzes und bekommt coole Preise. Versteckte Pirat. Jeden Tag könnt ihr auf diesem Server einen mysteriösen Mann treffen, welcher euch sehr gerne seine Münzen geben wird. Versammelt eure Freunde und macht euch auf die Suche und ihr werdet dafür belohnt werden. Der Austausch von Ressourcen zu Goldmünzen. Ich kenne das Gefühl, wenn man viel Kram in seinem Rucksack hat und absolut keinen Plan hat, wann und wo man es loswerden soll. Das ist jetzt viel einfacher. Im selben Menü könnt ihr unbrauchbaren Kram auswählen und diesen ganz einfach zu Goldmünzen umwandeln. Das klingt nach einem Plan. Das Preissystem für den täglichen Fortschritt. Wir haben uns entschieden, die loyalsten Spieler auf unseren Servern zu belohnen. Wenn ihr euch also eine Woche lang auf unseren Servern einloggt, bekommt ihr ein sehr, sehr cooles Kostüm im Piratenstil. Danach könnt ihr eins der neuen Autos mit einer coolen Lackierung bekommen. Ich bin mir sicher, das ist euch ein Like wert. Das Piratenschiff. Nun, was denkt ihr? Wie sieht ein Piratenschiff aus? Wenn euch jetzt ein großes Schiff mit schwarzen Segeln und einem Totenkopf auf der Flagge vorstellt, dann muss ich euch jetzt enttäuschen. Aber natürlich mache ich euch wieder glücklich. Trotz dass das Schiff sehr klein ist, bringt es euch viele Vorteile. Dadurch könnt ihr Gold bekommen, ohne irgendwas zu tun. Stellt es einfach irgendwo auf dem Server auf und macht, was ihr wollt. Wenn ihr mehr Preise rausbekommen wollt, müsst ihr es mit Holz, welches ihr beim Holzfällerjob bekommt, aufleveln. Also ein guter Anreiz, die Axt zu schwingen. Der Kampf der Piraten und der Menschen. Ihr wolltet schon immer in die Rolle eines Piraten schlüpfen, das ist mit dem Update jetzt kein Problem. Alle 2,5 Stunden gibt es jetzt ein neues Event. Der Kampf der Piraten gegen die Menschen. Tretet dem Event bei und habt die Chance auf Münzen. Und natürlich gibt es neue Fahrzeuge mit themenbasierten Lackierungen auf den Servern. Ich mache euch ein kleines Angebot. Wenn wir es schaffen, dass dieses Video 1000 Likes bekommt, dann werde ich 15 Autos aus dem neuen Update verschenken. Die neuen Autos. Und sie gehen an die, die das Video kommentiert haben. Also lasst ein Like da. Und schreibt einen Kommentar. Denn es seid ihr, die am ersten Tag des Updates bereits ein Premium-Auto in der Garage haben. Traditionell sage ich Danke für eure Aktivität zu diesen Videos. Jeder meiner Abonnenten hat die Möglichkeit, ein kostenloses Auto zu bekommen, indem er nur auf dem Server spielt. Spielt einfach 50 Stunden auf diesem Server und bekommt einen coolen Übermacht M3 in eure Garage. Und im Übrigen, ich habe es ja versprochen, wir werden das Ganze fortführen, wenn wir 1000 Likes unter diesem Video haben. Im nächsten Update fügen wir für euch dann natürlich ein neues kostenloses Auto hinzu. Und das machen wir so lange, wie ihr diese einfache Aufgabe erfüllt. Damit sind wir am Ende des Sommer-Updates und ich kann nicht... Ja, Leute, tut mir erstmal leid, dass es so ein bisschen gestockt hat. Ich habe die Sequenzen rausgeschnitten, also es lief leider irgendwie nicht ganz so flüssig. Aber gut, es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, ich werde mir das dann mal angucken und wie gesagt, eventuell ein Video dazu machen. Was ich aber ganz cool finde, ist mit den Ressourcen, dass man die einlösen kann gegen diese Goldmünzen, weil ihr könnt diese dann auch am Strandmarkt verkaufen und das zu einem sehr guten Preis. Also da lohnt sich dann wieder dieses System mit den Hacken, Angeln und Pipapo, um damit Geld zu machen bei den Events. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das in der Vergangenheit auch schon so war in den anderen Updates, Events, ob man da auch die Ressourcenverkauf gut verkaufen konnte für solche Geschichten. Also das lohnt sich dann wieder. Mal gucken, vielleicht werde ich dann auch ein bisschen hacken und machen und tun. Ja, und alles andere gucke ich mir dann mal in Ruhe an. Das soll es gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, gerne Like und ein Abo da lassen. Und ansonsten sehen wir uns dann mit dem nächsten Video wieder. Also Leute, bis dahin und ciao, ciao.